Hallöchen, meine Lieben. Ja, willkommen zum neuen Video auf meinem Kanal. Bevor ich jetzt anfange, möchte ich an alle neuen Abonnenten, die was mir in letzter Zeit so den krassen Boom auf meinem Kanal gegeben hat, nochmal vielen herzlichen Dank für euren Support. Ich habe für euch heute ein Video, wo ich gerne mit euch stanzen möchte, denn ich möchte meinen Stanzvorrat ein bisschen aufstocken. Ich schau mal kurz. Ich habe zwar noch ein bisschen in den Taschen hier, aber man kann ja nicht genug kriegen. Und ja. Und ja, das will ich auf jeden Fall mit euch machen. Und ja, ich würde sagen, da sind die Sachen drin, muss man noch nicht brauchen. Das brauchen wir für ein anderes Projekt. Genau. Und wenn ich Taschen noch brauche, ich habe hinten noch Taschen. So. Wir starten damit jetzt. Das nehme ich weg, damit ihr besser gucken könnt. Und ich sollte vielleicht euch auch am Strom anschließen. Sonst seid ihr gleich weg. Genau. Das wird jetzt übrigens auch mein Videoplatz. Das ist jetzt. Ich habe nämlich die Videos mir einmal angeguckt und hier scheinen die besser zu laufen als auf dem Tisch. Genau. Und wir machen es so, das habe ich schon mal gemacht, dass ich immer ein Papier durchstanze mit einer Stanzschippe. Genau. Und wo ist jetzt die B-Platte? B-Platte. Geht sofort weiter. Ich such die mal eben. Nach 10 Minuten, wenn ich bin immer wieder vorbeigelaufen, die lag nämlich direkt auf dem anderen Tisch. Und ich habe sie nicht gesehen. Ach, das Papier geht direkt auf. Das heißt, das Papier ist gleich durch. Erste Schablone. Und ich muss auch einmal kurz Pause machen, bin gleich wieder da. Ich habe nämlich einmal kurz den Behälter geholt, wo ich die fertigen Standschablonen reinlegen kann. Hier raus kann einzeln. Das ist ja, das hätte ich nicht getan. Thank you.
Jetzt habe ich was gefunden. Perfekt. Das ist jetzt wieder um zu klein. Aber dafür können wir noch was eine andere Stärke verwenden. Das ist groß. Wir könnten noch zwei Feder umstanzen. Eine Feder. Ja. Und wir kriegen sogar noch eine dritte Feder. Perfekt, das Papier ist auch fertig. Nee, ich dachte einfach mal, ich schmeiß die Kamera an
Und vielleicht habt ihr sowas Lust zu sehen. Bin ich mit einer Anstanze. Bei dem anstrengendes, dass wir in den fünf Teilen gemacht haben, muss man auch mal was Entspanntes machen. Die Standschablone auch durch mit dem Papier. Jetzt habe ich ein schmales Papier. Und viele von den Einmachgläsern. Das Schöne ist, das Papier ist doppelseitig und somit kann ich beide Seiten stanzen.
probieren es, wie ich das will. Diese Stanze hier. Aber mit einem Trick klappt das. So. Die hätten wir. Ja, das ist ein Live-Video, was es wird nichts geschnitten, generell ich schneide meine Videos. Deshalb seht ihr auch die komplette Länge von dem Standprozess. Sollte ich mal nicht vor der Kamera sein, dann gucke ich gerade aufs Display, weil ich sehe mich natürlich nicht, immer aber aufnimmt. Und ja. Geht gleich weiter. Das ist mein Standschaffung. Ja, ne? Und hab was gefunden. Auch. Bei mir ist das so, ich sortiere meine Stanzen nicht. Ich wühle die einfach durch, weil die Ordnersystem bei mir ist ein bisschen, ja, nicht gerade die
Beste. Also Papier und so habe ich richtig gut geordnet, aber es stand schon so. Ich suche dann lieber gern, als wenn ich eigentlich nicht so viel Platz habe. Zwei Stück raus. Und ihr seht, ich bewahre keine Reste auf. Also zwar Reste schon, aber wenn die ausbestand sind, dann und die fertig sind, dann ist bei mir irgendwie ist es nur bei mir zu Ende sozusagen. So, weiter geht's. Die Startschablone nicht die Schablone, sondern das Gestanzte werdet ihr im Laufe der Zeit im Video sehen. Okay, für die habe ich keine. Das sind also zurechtgeschnitten für Presspapier. So.
Moment. Hab gerade das Fenster nochmal schnell zugemacht. Ja. Das ist so groß. Machen wir noch mal einen Tag. Ja, auch gerade so Angst gehabt wie ich. Der Tank ist ausgestanzt. Hier ist fertig. So. Ich räume das mal eben weg und dann würde ich sagen, machen wir mal daraus in zwei Teile und ja.
Wir sehen uns dann im zweiten Teil wieder, der was dann ein bisschen später rauskommt. Also 2 Tage später. Also, bis dann.